Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 18. November. Ja, ich grüße Sie an dieser Stelle und ich möchte Ihnen heute den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar vorstellen, auch als Loonie bekannt. Das Währungspaar hatte gestern schon in meinem Stream ein wenig Aufmerksamkeit erfahren und drum Grund genug, heute hier nochmal den Fokus auf das Währungspaar zu richten, gerade vor dem Hintergrund, dass sich hier eine interessante Situation anbahnt. Gehen wir ganz kurz hier mal auf den sozusagen großen Chart, auf den Wochenchart, auch hier unlängst bekannt für den interessierten Zuschauer, große Bodenbildung seit der Finanzmarktkrise, hier sogar in einer nahezu perfekten Untertassenformation, sowas sieht man wirklich nicht oft, aber das ist ja jetzt ein ideales Lehrbuchbeispiel, wie so eine Untertassenformation aussehen kann und welche Folgen sie letztlich entwickelt. Grundsätzlich wurden die Kursziele dieser Formation schon abgearbeitet, aber dennoch führte diese Umkehrformation eben ja auch zu einem übergeordneten Trendwechsel und den sehen wir hier mit dem erst just im September frisch markierten Mehrjahreshoch, hatten hier praktisch die Hochs zur Finanzmarktkrise überwunden. Das Ganze startete schon jetzt hier im laufenden Sommer. Dann gab es hier einen temporären Rücksetzer, der wie gesagt hier schon nahezu schablonmäßig ablief. Ich aktualisiere mal hier das Linienkonstrukt und jetzt ist eben die große Gretchenfrage, geht es hier weiter? Wenn wir uns den Chart anschauen und ein Stück weit rauszoomen, dann ist als nächstes Ziellevel oberhalb hier grob von 1,30 das Niveau von 1,40 zu nennen, das ganz klar die nächste Zielmarke für das Währungspaar, sofern der Aufwärtsimpuls, den wir eben hier übergeordnet seit 2011, 12 sehen, beziehungsweise unlängst hier mit dem Ausbruch über 1,30 beziehungsweise halt über 1,28, 30 hier gesehen haben, inklusive des Pullbacks, sieht es eben so aus, als hätte das Währungspaar nach oben weiteres Potenzial. Gehen wir in den Tageschart. Wir sehen hier sehr schön, dass es nach dem Mehrjahreshoch oberhalb von 1,34 eine starke Korrektur ergab. Diese hätte sogar bis 1,28 eben sich ausdehnen können. Hier am 15. Oktober bei 1,2832 war die Korrektur dann schon beendet. Also hier der Rücksetzer an dieses frühere Widerstandslevel wäre hier Pullback-technisch eine Glanzleistung gewesen. Knapp verfehlt, aber dennoch schon eine Indikation, okay, der Markt hat hier wohl seine Korrektur-Abwärtsbewegung beendet. Und wir sehen auch hier strukturell einen sehr, sehr schönen Aufwärtsimpuls, der eben hier sich hier aufmacht, grundsätzlich das Mehrjahreshoch zu attackieren. Der Loonie, also der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, also hier sowohl übergeordnet als auch jetzt auf Tageschartbasis in einem bullischen Bias. Man achte hier kurzfristig auf das Level um 1,3220, diese Zone hier. Da sollten wir nicht signifikant runterfallen, speziell 1,32, 1,3190 wäre hier eher für einen tieferen Rücksetzer zu haben, was dann eben hier Preise bis 1,3064, früheres Mehrjahreshoch führen dürfte. Idealerweise kommt es gar nicht zu so einem Test. Wir haben ja auch dann die Fed heute noch mit dem Protokoll zu erwarten am Abend. Das heißt hier mit dem Sitzungsprotokoll zur Konferenz letztlich, wie immer 20 Uhr. Da gibt es sicherlich auch noch Impulse. Die könnten hier kurzfristig zu einem Auftrieb in Richtung 1,34 führen. Setzt der Markt dann anschließend zurück, wäre das auch hier eine ideale Auffangsituation. Andererseits, wenn wir hier direkt über 1,34 rausgehen, dann kann auch sozusagen der direkte Impuls gestartet werden für Preise eben in Richtung 1,40. Die Gretchenfrage, was passiert im Dezember? Gerade vor dem Hintergrund, dass der Markt natürlich hier und auch natürlich die entsprechenden Konjunkturdaten eine gewisse Leitzinserhöhung einpreisen. Frage, wird das weiter aufgeschoben? Frage, geschieht es grundsätzlich? Und wir hatten den US-Dollar-Index ja auch im Devisenradar unlängst in der Beschau. Ist es so, dass der US-Dollar wohl vor weiteren Monaten, Schrägstrich Jahren einer HOS steht? Also der US-Dollar dürfte weiter anziehen, nach augenblicklicher Einschätzung. Sollte hier nicht die Fed plötzlich komplett in das gegengeruderte Segment ausfahren, sprich wieder quantitativ Easing auslegen oder auswerfen und dann gegebenenfalls sogar auch mit dem Leitzins wieder in eine andere Richtung einschlagen, dann könnte das für den US-Dollar ein böses Erwachen geben. Doch das scheint aktuell eben nicht der Fall. Insofern der US-Dollar hier vom Bias her weiter zu bevorzugen und aufgrund der Rohstoffpreisbewegung
Preisschwäche unverändert, natürlich der kanadische Dollar als Rohstoffwährung bekannt, hier weiter unter Druck und das spricht in der Summe eben für weiter anziehende Preise, speziell oberhalb von 1,34 mit Ausbruch hier über das Hoch vom 29. September 1,34,57 hätte das Währungspaar Luft nach oben und das ist dann hier im Bereich um 400 bis 500 Pips eben mittelfristig anzusehen. Das muss man ganz klar sagen. Der Markt hat hier sicherlich weitere Chancen, nach oben auszubrechen, wenn das Level eben hier von 1,34 geknackt wird. Kurzfristige Rücksetzer, wie gesagt, jetzt bei 1,3220 etwa stoppen. Spätestens 1,3064 wäre ein sehr, sehr schönes Rücklauflevel, um zu sagen, okay, hier hat der Markt dann praktisch nochmal ein Sprungbrett, um nach oben abzuziehen. Aber der grundsätzliche Bias vom US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar ist bullisch. Schauen wir uns mal kurz den Tageschart an. Wir haben heute, beziehungsweise vielmehr den Stundenchart, wir haben heute erst 28 Pips zurückgelegt. Das sehen Sie in Form dieser übersichtlichen Kerzen. Auch gestern nur 46 Pips Bewegungsrange, also sehr, sehr übersichtlich bislang, was hier passiert. Grundsätzlich aber der Wochentag, beziehungsweise auch hier, das werden Sie wissen, der Loni glänzt ja am Freitag mit dem bullischsten Handelstag der Woche. Hier beginnt nach dem schwachen Handelstag gestern eigentlich jetzt eine Tendenz heute mit 56% positiver Schlusspreise der Weg in Richtung weiter anziehende Preise geebnet. Gerade Freitag eben hier statistisch. Das liegt auch an den Daten, die hier immer 14:30, 16 Uhr aus Kanada kommen, die unlängst eben hier während der letzten 52 Wochen A negativ für den kanadischen Dollar waren und B natürlich hier auch ein positiver Bias für den US-Dollar häufig über den Ticker schwappte und insofern hier der Freitag ganz klar ein bullischer Tag für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Doch heute am Mittwoch auch hier eine Tendenz, die eher weiter steigende Preise präferieren lässt. Wir haben nun auch die Situation, dass der Markt jetzt hier nahe des Tagestiefs notiert und da möchte ich Ihnen den Forex-Ball heute mal wieder nicht vorenthalten. Wir sehen heute hier ein technisches Tief bei 1,3307, genau da notieren wir jetzt. Aber während der vergangenen 15 Handelsjahre hat sich hier ein Pattern ergeben, was mit einer Erfolgsquote von 60,4% in 303 Fällen zu einer Performance im Bereich 0,35% führte. Also man sieht hier heute ein theoretisches Tagesziel bei 1,3384 scheint möglich, vom aktuellen Level ausgehend rund eben 75, 80 Pips und das deutet eben hier durchaus einen, ja, Impuls nach oben an, sofern wir uns jetzt hier bald stabilisieren. Das schauen wir uns gleich im Stundenchart nochmal an. Hier auf Tagesschart-Ebene inklusive der ADX-Beschau sehen wir, dass wir hier schon in eine relativ gereifte Trendbewegung jetzt eintauchen. Muss nicht heißen, dass der Markt jetzt umkehrt, aber das mal als Obacht. Wir sind, wie gesagt, die letzten Wochen schon gut gelaufen. Hier jetzt nochmal den Stundenchart vor dem Hintergrund, dass wir hier ein bullisches Pattern haben. Sehen wir hier diesen Support-Bereich, grüne Zone, hier korrektive Abwärtsbewegung, das deutet sich auch hier in einer Art fallendes Dreieck an, also hier mit der Tendenz eher nach unten wegzubrechen. Aber geht es hier über das Hoch der heutigen Nacht raus, Tageshoch 1,3331, dann wäre hier, sage ich mal, auch der Horizontalwiderstand seit gestern Mittag gebrochen und dann könnte sich hier der Bias bullisch nach oben entfalten, also oberhalb von 1,3330, speziell hier oberhalb des Hochs der Kerze 1,3331, 1,3332 wäre hier ein Aufwärtsmove zu erwarten. Ansonsten korrektiv, dann hier wohl, wenn wir das Level jetzt hier um 1,33 ausgeben, ja, aufgeben, eine weitere Korrektur nach unten möglich. Das, wie gesagt, wird aber von dem Pattern heute nicht begünstigt, auch vom Wochentag nicht. Insofern mal aufpassen, was jetzt hier bei 1,33 plus passiert. Wie gesagt, eine Stabilisierung, ein Ausbruch über 1,33, 31-32 könnte hier einen Aufwärtstrieb erzeugen, der dann vielleicht sogar Grund zur Annahme gibt, dass wir hier auf Tagesbasis auch einen größeren Ausbruch sehen. Die Saisonalität selber ist ein Stück weit ernüchternd. Damit beschließen wir das heutige Thema. Wir haben jetzt hier zunächst eine Seitwärtsphase mehr oder weniger zu erwarten, um dann, Sie sehen es, mit Abschluss des Jahres während der letzten Dezembertage hier bis in den Januar hinein eine Abwärtsbewegung zu erfahren. Ohnehin geziemt sich der Monat Dezember ja auch nicht als aggressiver Handelsmonat. Die Bücher werden hier zumeist Anfang/spätestens Mitte Dezember geschlossen. Insofern hier auch eine gewisse Marktzurückhaltung durchaus zu präferieren. Ob man sich hier zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel da engagieren muss, steht außer Frage. Letztlich saisonal hat der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier eher einen schwereren Bias vor sich. Schauen wir mal ins nächste Jahr einfach mal auf die Saisonalität betrachtet hinein.
wie es nach dem schwachen Dezember aussieht. Da haben wir, und da sehen wir hier sehr schön, eine grundsätzlich sehr bullische Tendenz bis in den Februar hinein zu erwarten. Und genau das könnte hier, Sie sehen es hier am Tageschart rechts oben, wirklich eine Sprungfeder sein für weiter mittelfristig anziehende Preise. Warten wir ab, was passiert. Auf jeden Fall spannend, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Und in dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen für heute viel Erfolg. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später beim Devisenradar wieder oder aber morgen natürlich zum Radar. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.